Über 745.000 Asylanträge sind in Deutschland 2016 gestellt worden. Dazu kamen noch knapp 365.000 laufende Verfahren. Rund zwei Drittel aller Asylanträge hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge noch innerhalb von 2016 entschieden. Bosnien, hier, wo im Betreff steht, dass Gießen zuständig ist. Macht ihr den? Der hat auch noch keinen Treffer. Eurodac, also muss er auch angehört werden. Right on. This one? Ja. Yeah. Danke. Das ist die Akte. Genau, danke schön. Einen schönen guten Tag. Frosting ist mein Name. Ich werde Sie heute anhören und auch entscheiden, ob Sie in Deutschland bleiben können oder nicht. Ich امروز با شما مصاحبه میکنه و بر اساس مصاحبه امروز و اظهاراتی که شما بیان میکنین تصمیم میگیره که آیا شما آلمان بمونین یا نه. Das heute ist der wichtigste Teil in Ihrem Asylverfahren. امروز مهمترین مرحله کار پناهندگی شماست و das Allerwichtigste ist, dass Sie nur die Wahrheit sagen. Viele Antragsteller neigen dazu, bestimmte Situationen zu übertreiben. Tun Sie das bitte nicht. Okay. Aufenthaltsgestattung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, Außenstelle Bingen. HEP. Fühlen Sie sich gesundheitlich in der Lage, heute an der Anhörung teilzunehmen? Im Russ, Sal, Salem, hast du mit in die Mosaibe Schäfer bekommen? Halt doch, Hube. Ja, mir geht's gut. Gut, dann beginnen wir jetzt mit dem Standardfragebogen. Sie sind der Jahrgang 89, also 26 Jahre alt. Gut, dann müsste ich zuerst Ihre Volks- und Ihre Religionszugehörigkeit wissen. Wir haben Webinar schon mal Cedini darin, war Milliatet und Chiast. Mein Diener Massivier, der Milliat am Iran. Ich bin Christ und meine Nationalität ist Iraner. Mhm. Sein Pass und sein Personalausweis, wo sind die denn? Shenasname va pasport shoma koja? Shenasname va pasport man Iran. Beide sind im Iran geblieben. Warum hat er den nicht mitgenommen? Chera nayavardin ina ro ba khod? Khatir ki gerefte budan az man madarikam. Diese Personalpapiere wurden dort im Iran beschlagnahmt. Okay, von wem? Als Tarifikier in Ordnung. Die Beamten des iranischen Geheimdienstes. Okay. Gut, wie lange hat er denn die Schule besucht? Misane Tahsilatish Mochansal Madrasa Raftin. Ich habe zwei Semester Philosophie an der Universität Isfahan studiert. Punkt. Neuer Absatz, Frage Doppelpunkt. Wie haben Sie im Iran gelebt, Fragezeichen. Also wie wurde er versorgt? Hazine zendegitun tu Iran chetori ta'min mikard? Hazine zendegimun madaram shaghal buda. Meine Mutter war arbeitstätig. Frage Doppelpunkt. Ihre Mutter ist bereits seit einiger Zeit in Deutschland. Punkt. Wie konnten Sie sich nach dem Weggang Ihrer Mutter versorgen? Fragezeichen. Ich war bis einen Monat vor der Ausreise in Haft. Bis einen Monat, also okay, also seit fünf Jahren schon, die ganze Zeit, wo Ihre Mutter weg war, oder? Tamam in muddati ke madaretun dige tu Iran nabud, shoma zindan budin. Bale. Ja. Wann hat er denn den Iran verlassen? Tarikh khuruj shoma az Iran kebt. اوایل برج ده. Ende Dezember 2015. Und dann in welches Land? بعد از ایران که خروج کردین کجا رفتین به کدوم کشور؟ ترکیه. Ich bin in die Türkei gereist. Flugzeug, Auto. هوایی یا با ماشین؟ نه زمینی.
auf dem Landweg. Gut, und dann ist er in welches Land? Vorzu noch die Länder? Das Einzige, was man mir gesagt hat, war Griechenland. Warum kennt er die nicht? Frage Doppelpunkt. Sie sind ein gebildeter Mann, Punkt. Ich kann nicht verstehen, weshalb Sie kein einziges Land kennen, das auf Ihrer Route gelegen hat, Punkt. Können Sie mir das erklären, Fragezeichen? Die Situation war nicht so, dass man Fragen stellen konnte. Die Reise war hart. Wir hatten Angst und waren psychisch nicht in der Lage zu sprechen. Okay. Also idealerweise ist es natürlich so, dass ein lockeres Gespräch entstehen soll. Das klappt aber nie. Aus der Sicht des Antragstellers bin ich ein Richter, der über ihm steht und der jetzt über sein Schicksal entscheidet und der, wenn er das ausnutzen will, das tun kann. Aber dennoch muss ich immer sagen, die stehen hier auf und gehen raus und wirken total erleichtert. Es kann auch sein, dass dieses, was von mir als Erleichterung wahrgenommen wird, tatsächlich nur eine Erleichterung ist, jetzt ist der Termin hier vorbei und jetzt habe ich es hinter mich gebracht. Aber ich denke, dass das Gefühl, meine subjektive Verfolgungsgeschichte ist relevant für den deutschen Staat und was wirklich dann im Endeffekt objektiv relevant ist, ganz weit auseinanderklafft. Denn jeder, der eine persönliche Notsituation erlebt und jeder, der sein Land verlässt, tut das ja aus einem Grund und hat für sich das subjektive Gefühl, das ist schon rechtmäßig, denn sonst hätte ich es ja nicht getan. Und wir legen andere Kriterien natürlich an. Engere Kriterien vielleicht als die Antragsteller selbst oder mit Sicherheit. Und deswegen denke ich, dass dieses Erleichterungsgefühl oder dieses, ich bin mir sicher, dass es jetzt ausgereicht hat, aus einem subjektiven Empfinden kommt. Das war wirklich schlimm, was ich hier gesagt habe. Das ist doch schützenswert. Und dann kriegen Sie die bittere Antwort vielleicht später im Bescheid. Okay, and the other one? Speaking, right? Okay, it's okay. . 2016 wurde deutschlandweit die Anzahl der Asylentscheider von 370 auf 1775 aufgestockt. In einem mehrwöchigen Ausbildungsprogramm werden die Neuen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Wie stellen Sie sich persönlich Ihr künftiges Arbeitsumfeld vor? Mit welcher Vorstellung sind Sie hierher gekommen? Wenn wir mal auf das Thema Anhörung zu sprechen kommen, wie stellen Sie sich so eine Anhörung vor? Drei Leute, ein Büro. Bitte schön, Herr Kolb. Der Antragsteller vor mir sitzt, mit einem Dolmetscher, weil ich die Sprache eventuell nicht kenne. Und über den Dolmetscher ich meine Fragen stellen kann. Der Antragsteller dann seine Antworten gibt entsprechend und ich noch nachhaken kann. Das ist so meine Vorstellung. Meinen Sie, dass das einfach ist? Nein, ich denke, es ist sehr schwierig. Ja. Prinzipiell ist das gewöhnungsbedürftig. Ich spreche mit einer Person nicht direkt, wie ich es gewohnt bin, sondern ich spreche über einen Dritten mit einer Person. Das verlängert auch die Kommunikation. Meine grundlegende Frage dazu, sind die eigentlich gerichtlich vereidigt, die Dolmetscher, oder nicht? Nein, die Dolmetscher sind nicht vereidigt, sie sind nur zertifiziert. Sie brauchen eine bestimmte Ausbildung. Vereidigt sind sie nicht. Inwieweit darf ich persönliche Wertung mit einbringen? Beispiel, der Antragsteller erzählt mir eine Räuberpistole. Ich merke das, ich habe einen gesunden Menschenverstand. Darf ich dann sagen, das glaube ich Ihnen jetzt einfach nicht? Oder soll ich da auch irgendeine Form einhalten und mich mit meiner Meinung zurückhalten und das eher dann im Nachgang fixieren? Ich sage Ihnen eins, sobald Sie das machen, ist die Anhörung gelaufen.
Hören Sie sich denn das Vorbringen insgesamt an und überlegen Sie, ist das in der Gesamtbetrachtung plausibel, glaubhaft oder ist es für mich in der Betrachtung schon unglaubhaft? Aber auch dann verdient jeder den Respekt. Ich lasse das Gespräch in einem normalen, vernünftigen Rahmen enden. Ja, das geht. Ist es denn schon mal passiert, dass eine Situation ausgeufert ist, dass der Antragsteller besonders heftig wurde in der Ausdrucksweise oder den Entscheider beworfen hat? Übergriffe stattfanden, interessiert mich wirklich. Könnte ja sein bei bestimmten Themen, bekannt. Bei Emotionen. Also in der Regel kommt sowas nicht vor. Wir haben auch keine Alarmknöpfe, wie zum Beispiel die Mitarbeiter des Sozialamtes. Wenn eine solche Situation mal eskalieren sollte, rufen Sie laut Hilfe, Hilfe auf dem Gang. Mehr kann ich Ihnen nicht empfehlen. Es kommt aber, soweit ich weiß, nicht vor. Die Antragsteller wollen was von uns. Gut, dann können Sie jetzt ganz frei erzählen, warum Sie den Iran verlassen haben und was dagegen spricht, dass Sie wieder zurück können. Okay? Ja, bitte. Im Jahr 2008, im Jahre 2009, bei der Wahl, mhm. Mhm. 60-70% der مردم رأی دادن به میرحسین موسوی. خب منم یکی از طرفداراش بودم. تقریبا 60-70% der iranischen Wähler haben Mousavi gewählt. Ich gehörte auch dazu. خب das Ergebnis der Wahlen war jedoch ein ganz anderes. Dagegen sind wir auf die Straße gegangen und haben protestiert. Am Ende des iranischen Monats Khordad bin ich und andere bei einer Demonstration verhaftet worden. Sie haben uns geschlagen und uns vorgeworfen, gegen das islamische Regime zu rebellieren. Ich war 6 Jahre in Haft. Es hat nie eine Verhandlung gegeben. Ich habe immer dagegen protestiert, dass meine Akte nicht bearbeitet wird. Ich und andere Häftlinge sind deshalb in einen Hunger- und Schweigestreik getreten. Irgendwann habe ich Magenblutungen bekommen. Hat er festgestellt? Okay. Dann würde ich Sie jetzt bitten, mit der Kamera und der Tontechnik den Raum zu verlassen. Die ersten 2 Jahre im Gefängnis waren sehr schwierig für mich. Ich konnte mich überhaupt nicht damit abfinden, dass ich im Gefängnis war. Die ersten 2 Jahre habe ich immer darauf gewartet, dass jemand reinkommt und sagt, Sie haben einen Gerichtstermin oder Sie haben Besuch. Aber das ist nie passiert. Ich hatte 6 Jahre Besuchsverbot. Ein Onkel von mir hatte erfahren, dass es mir schlecht ging. Ich hatte 20 Kilo abgenommen. Eines Tages kam ein Vernehmungsbeamter des Revolutionsgerichts und sagte, ein Verwandter hat für Sie eine Kaution hinterlegt. Sie können jetzt bis zu Ihrer Verhandlung das Gefängnis verlassen. Ich wäre also eine Woche frei gewesen, doch wer weiß, wie das Urteil ausgefallen wäre. Für viele, die ich kannte, war auf diese Weise das Todesurteil ausgesprochen worden. Also bin ich vor circa 2 Monaten geflohen. Ich fühle mich noch immer wie im Koma. Wie habe ich es nur bis hierher geschafft?
Anmerkung, Doppelpunkt. Der Antragsteller wird aufgefordert, eine mit allen Details versehene Skizze dieser Zelle aufzuzeichnen. Punkt. Die Skizze wird unter A zu den Akten genommen. Punkt. Ich würde sagen, nach den 23 Jahren als Entscheider, die ich hinter mir habe, inhaltlich ist der Beruf um einiges komplexer geworden. Wenn ich überlege, als ich anfing, hatten wir zwei Prüfnormen zu berücksichtigen. Jetzt ist es so, dass wir einen großen Katalog an Prüfnormen zu bearbeiten und zu hinterfragen haben. Das heißt zwar Asylantrag und Asylverfahren, aber wir prüfen auch noch die Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Konvention, zusätzlich subsidiären, also nachrangigen Schutz. Dann haben wir abschließend noch zu checken, ob Abschiebeschutz zu gewähren ist oder nicht. Wir haben eine große Datenbank zur Verfügung, in der ich mich informiere über die Situation im Herkunftsland. Da haben wir verschiedenste Quellen, nicht nur Lageberichte, Auswärtiges Amt. Wir haben auch von NGOs, wie zum Beispiel Amnesty International Berichte oder Orient Institut. Das heißt, alleine inhaltlich ist die Lage komplexer geworden. Dann bin ich natürlich entsprechend ausgebildet, um mit dieser schwierigen Gesprächssituation umzugehen. Sich selbst auch möglichst zurückzunehmen, eine neutrale Atmosphäre zu machen. Auch wenn mir jemand auf den Nerv geht, versuche ich einfach trotzdem, ich habe als Kind viel Columbo geguckt, das war mein Vorbild, ich komme trotzdem noch mal nett, noch mal nachfragen. Das ist natürlich dann auch der persönliche Touch, da reinkommt. Heißt also, Gesprächstechnik bedeutet auch, es ist ein Balanceakt. Guten Tag, mein Name ist Thomas. Ich werde heute die persönliche Anhörung im Asylverfahren mit Ihnen durchführen. Ich habe gemerkt, Sie sprechen sehr, sehr gut Deutsch. Im Asylverfahren werden wir aber trotzdem in Landessprache übersetzen lassen, damit auch wirklich ein authentisches, sicheres Ergebnis im Protokoll erscheint. Gut. Sie sind in der Anhörung verpflichtet, wahrheitsgemäß alle Angaben zu machen, die benötigt werden, um den Sachverhalt aufzuklären. درست است. یک خواهش دارم در جریان که کیسی که من خودم دارم بیان میکنم البته باید فیلم برداری نشه به دلیل از اینکه مشکل خلق میشه برای فامیلم در کابل. Ja, das habe ich verstanden, aber ich bitte Sie auch, dass wenn meine Asylgründe hier geschildert werden, dass es auf keinen Fall aufgezeichnet werden soll, weil meine Familie, die in Afghanistan bzw. in Kabul sie sich befinden, für den würde es später zu Schwierigkeiten kommen. Selbstverständlich. Sie haben auch Ihre Verfahrensbevollmächtigte dabei, die mit mir zusammen darauf achten wird. Können Sie sich daran erinnern, wann Sie nach Deutschland eingereist sind? Dezember 2014. Okay, das war der 3. Dezember 2014. Das war der 3.12.2014. Zu Sternchen 12 ja, zu Sternchen 13. Können Sie sich erinnern, durch welche Länder Sie gereist sind? Wahrscheinlich
Ich bin in einem LKW versteckt rausgeschmuggelt worden. Ich kann mich nur an Iran erinnern und an die Türkei erinnern. Okay. Alles andere ist mir leider unbekannt. Kein Problem. Ich weiß nur, dass wir nur auf dem Landweg waren und es war alles trocken unterwegs. Alles klar. Absatzfrage in Doppelpunkt. Haben Sie für die Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland Geld zahlen müssen? Fragezeichen. Absatzantwort Doppelpunkt. $16,700. Genauer gesagt, das war 16.700 US-Dollar. Können Sie mir sagen, Komma, woher dieses Geld stammte? Fragezeichen. Absatzantwort Doppelpunkt. Haben schon an während und nach dem Studium habe ich gearbeitet. Von diesem Geld habe ich meine Flucht bezahlt. Mhm. Können Sie mir sagen, was genau Sie gemacht haben? Ob Sie selbstständig waren, ob Sie eine Firma hatten oder angestellt waren? Wenn ja, dann bitte wo? Wir gehen jetzt schon in die Richtung der Asylgründe, weil das damit was zu tun hat. Und gut, dann brechen wir ab. Alles klar. Da gehe ich davon aus, dass wir jetzt Schluss machen müssen, weil der Antragsteller drum gebeten hat, ne? Ich wohne hier seit von 10 Monaten. Das gefällt mir. Viele Leute sind hier und manchmal spiele ich bei ihnen Fußball und Playkarte manchmal und auch Schach spielen. Also, wohnen hier ist schön. Im Dezember 2014 bin ich in Hamburg angekommen. 2 Monate später hatte ich meinen ersten Anhörungstermin. Dort sagte man, der Entscheider sei krank und ich bekäme den neuen Termin per Post. Zwei Tage später schrieben sie mir, ich hätte meinen Termin verpasst. Ich hätte nun 1 Monat Zeit, meinen Fall schriftlich einzureichen. Sonst müsste ich mit einer negativen Entscheidung rechnen. Daraufhin habe ich mir eine Anwältin gesucht. Und jetzt, nach einem Jahr, hatte ich endlich meine Anhörung. Ja, das ist natürlich ein Zeitraum, in dem er gewartet hat. Das ist ganz einfach der Arbeitssituation des Bundesamtes geschuldet. Wir haben nicht nur einen sehr, sehr großen Zulauf, wie allgemein bekannt, da brauche ich gar nicht viel zu sagen. Wir haben auch einfach, sag ich mal, zielgerichtet und vernünftig mit den vielen Verfahren, die wir haben, umzugehen, Prioritäten gebildet und haben einfach entschieden, dass bei Personen mit geringem Bleiberecht, zum Beispiel Balkan, recht schnell Anhörung und schnelle Entscheidung erfolgen. Und bei Verfahren, wo wirklich auch wirklich lange geprüft werden muss unter Umständen, da einfach zu sagen, die Verfahren stellen wir hinten an, wenn erstmal die große Masse erledigt ist und ein besserer Puffer dafür auch zur Verfügung steht. Und so ist es eben, dass wir jetzt durch Entlastung auch afghanische Staatsangehörige wieder vermehrt zur Anhörung laden.
In seinem Fall, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil ich nicht weiß, ob Frau Thomsen oder derjenige, der das Protokoll liest, das für glaubhaft und echt empfindet oder nicht. Der Unterschied zwischen der Arbeit der Entscheider beim Bundesamt und unserer als Anwälten für die Asylsuchenden ist, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass sie uns die Wahrheit erzählen. Wohingegen das Bundesamt oftmals diese Unglaubwürdigkeit unterstellt. Ich war innerhalb meiner Ausbildung ein paar Monate im Bundesamt in der Referendarzeit. Nicht mit der Intention, da jemals zu arbeiten, sondern weil ich wissen wollte, wie da gearbeitet wird. Und es ist für mich nicht sehr erfreulich gewesen, zu sehen, wie die Leute da arbeiten. Was sie für Grundeinstellungen teilweise den Geschichten gegenüber haben. Weil da halt sehr viel von vornherein gesagt wird, das glaube ich nicht. Hat ja schon wieder geheult. Und auch schon wieder die Geschichte. Aber die haben wir jetzt schon 10.000 Mal gehört. Können die sich nicht mal was anderes ausdenken? Wenn die Geschichte so oft vorkommt, frage ich mich letztendlich, vielleicht ist das der Wahrheitsgehalt und nicht, dass sich die Asylantragsteller untereinander alle absprechen und die gleiche Geschichte erzählen. Also ich habe mich eigentlich auf eine Entscheiderstelle beworben tatsächlich, habe dann aber im Bewerbungsgespräch Bedenken geäußert, ob ich auch gewissenstechnisch mit diesem Beruf klarkommen werde, ob ich es schaffe, eventuell Entscheidungen, die vom Amt so gewollt sind, mit meinem Gewissen zu vereinbaren, sage ich jetzt mal. Und ich habe mit der Bewerbungskommission ganz offen darüber geredet. Und ich habe dann eine Einstellungszusage bekommen, allerdings für die Zentrale erstmal. Also ich war erst ein Jahr in der Zentrale und habe mich dann auf diese Außenstelle hier als Entscheider beworben, weil ich mich dann im Jahr ein bisschen mehr mit dem Beruf auseinandergesetzt habe. Ich halte es für notwendig, dass es im jetzigen Zeitpunkt, so wie die Welt im Moment ist, da gibt es gibt Grenzen, es gibt Staaten, es gibt Staatengebilde, es gibt internationale Verflechtungen, es gibt Dinge, die man vielleicht nur innerhalb des Staates entscheidet. Und wenn Personen aus einem Staat in einem anderen Staat Schutz ersuchen, muss es dafür Regeln geben und es muss eine Auswahl geben. Das ist für mich notwendig, damit das ganze Gefüge, wie wir es jetzt haben, zusammenhält. Im Moment, wie wir es jetzt haben, muss ein Mensch im Sinne eines Staates, denn ich handle für den Staat, sich herausnehmen, über einen anderen Menschen zu entscheiden. Das ist eine ganz natürliche Folge von den Verhältnissen, die es zurzeit auf der Welt gibt. Ich bin der Überzeugung, ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es diesen Job geben muss. Es muss das Asylrecht geben, aber es muss eben auch Leute geben, die selektieren, wer verdient dieses Asylrecht nach unseren Maßstäben, gesetzlichen Maßstäben. Und wer tut es nicht? Es muss diese Selektion geben. Und wenn ich der Überzeugung bin, dass es die Selektion geben muss, dann darf ich mir auch nicht zu schade sein, den Job auszuführen. Das heute ist der wichtigste Teil in Ihrem Asylverfahren.
Sie sind verpflichtet, wahrheitsgemäß alle Angaben zu machen. Und danach können Sie frei berichten, warum Sie Syrien verlassen haben. Schön, schön, danke. Sie war eine Frau, die namens Fakhonde. Der Fall ist jetzt vor Gericht. Sie hat wohl in Kabul gegenüber einer Moschee einige Seiten aus dem Koran verbrannt. Mehrere Leute haben sie daraufhin erbarmungslos zu Tode geprügelt. Würde ich nach Afghanistan abgeschoben werden, müsste ich das Land sofort wieder verlassen. Ich wäre gezwungen, in den Iran oder nach Pakistan zu gehen, egal wohin oder was es kostet. Es ist nicht so, dass ich nicht wieder zurück will. Aber ich kann auch in keiner anderen Provinz in Afghanistan leben oder mich verstecken. Ich könnte dann nur in ein Nachbarland fliehen, um noch ein bisschen länger zu leben. Zu meiner Lebenswirklichkeit als Entscheider, dass die Welt nicht so ist, wie wir sie uns wünschen und dass schlimme Dinge geschehen. Aber damit kann ich gut umgehen, indem ich in der persönlichen Anhörung auch voll bei den Menschen bin. Das merken die auch. Und ich sage auch, Mensch, das bewegt mich schon. Das kann ich gut mitempfinden, dass es eine schwierige Situation ist. Aber ich selber komme damit wirklich durch den Realismus, den ich nun mal in mir habe, zurecht. Okay, nach der Anhörung kommen wir zur Entscheidung. Das ist der nächste große Punkt, mit dem wir es zu tun haben als Entscheider. Eigentlich sollte die Anhörung, die Entscheidung im zeitlichen Zusammenhang mit der Anhörung stehen. In der Regel soll in einem Zeitraum von 3 Monaten nach der Anhörung getroffen werden. Hintergrund ist ganz klar, die Erinnerung ist noch frisch. Ich kann mich noch an die Anhörungssituation erinnern, aber es soll ein zeitlicher Zusammenhang da sein. Die Fälle sollen nicht lange im Regal hängen bleiben, sondern zeitnah entschieden werden. Die Antragsteller möchten wissen, wie es weitergeht. Tja, das ist die Schreibtischarbeit. Da setze ich mich hin. Mach mir eine Tasse Tee, schau mir das Anhörungsprotokoll an, überlege mir, wie ich in dem Fall entscheide, suche mir den Gerüstbescheid aus, überlege, welche zusätzlichen Textbausteine ich noch einfügen muss und dann schreibe ich den Bescheid. Wir erfinden den Bescheid nicht neu von Grund auf, sondern wir bekommen durch die Zentrale unterstützt bestimmte Gerüstbescheide zur Verfügung gestellt, in die wir dann nur das eintragen, was individuell für den Fall erforderlich ist. Wir müssen uns also nur mit den Punkten beschäftigen, die dann tatsächlich im Bescheid entsprechend markiert sind. Und die sind kenntlich gemacht durch so kleine Sternchen. Da müssen wir argumentieren. Das heißt, was auf Sie zukommt, ist die Bearbeitung kontrollierter Übungsfälle auch anhand des Texthandbuches. Machen Sie das bitte als Gruppenarbeit. Dass sie sich in jeder Reihe zusammenfinden. Aber durchlesen können wir, glaube ich, allein. Das war Albanien, Ungarn. Wir wollen Schritt für Schritt vorgehen.
Okay. Und nicht zu überhasten. Was wir jetzt richtig machen, das hilft uns dann künftig auch weiter. Ja. Bei der Erledigung komplexerer Fälle. Okay. So, nehmen wir die Checkliste. Die Anwendung physischer oder psychischer Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt. Haben wir nicht. Gesetzliche, administrative, polizeiliche oder justizielle Maßnahmen, die als solche diskriminierend sind oder in diskriminierender Weise angewandt werden. Haben wir nicht. Verweigerung des gerichtlichen Rechtsschutzes mit dem Ergebnis einer unverhältnismäßigen oder diskriminierenden Bestrafung. Nein. Genau, bei Rückkehr. In sein Heimatland? Oder? Das soll er immer persönlich schreiben. Ne? Wird... kannst du ja nicht schreiben, ich würde ja überleben. Nein, ich würde ja überleben, kann man nicht schreiben. Wir müssen schon schreiben. Sein Heimatland wird... Barücke in sein Heimatland. Über Wasser halten können wir auch nicht schreiben. Nein. Und Barücke in sein Heimatland wird... die wirtschaftliche Lage gesichert sein. Oder ist es zu allgemein ausgedrückt? Wird es möglich sein, sein Überleben zu sichern? Ja, genau. Ja. Legen wir mal los mit unserem kleinen Übungsfall, den ich Ihnen vorhin ausgeteilt habe. Zu welcher Entscheidung sind Sie gekommen? Sie sollten jetzt nur anhand des Sachverhaltes erstmal überlegen, welche Entscheidung würde ich in dem Fall treffen? Herr Vorlopp. Vollablehnung. Warum? Vollablehnung. Also in der Entscheidung, die ich fälle, ist der Ermessensspielraum sehr groß, würde ich sagen. Es gibt, wie das dann nachher vom Gericht beurteilt wird, ist eine andere Frage. Aber mein Bescheid, ich unterschreibe den, ich stehe dafür gerade. Und deswegen wird auch ein Referatsleiter oder eine Referentin, die den Bescheid kontrolliert, nur ganz grob sagen, ist das jetzt vollkommen rechtswidrig oder nicht. Aber wenn es um Bewertung des Sachverhaltes geht, dann wird immer gesagt, Sie waren in der Anhörung, Sie haben den Eindruck des Antragstellers gewonnen, Sie müssen das entscheiden. Und ich muss tatsächlich auch, und das ist aber auch richtig und wichtig so, denke ich, zu meiner Entscheidung stehen. Ich habe ein Glaubhaftigkeitsseminar besucht und es ist so eine allgemeine Glaubhaftigkeitslehre. Man kann sich relativ leicht an räumliche Dinge erinnern. Also eine Skizze von meinem Büro könnte ich sofort zeichnen. Aber wenn man mir zum Beispiel sagt, zeichne einen 20-Euro-Schein, das könnte ich niemals, obwohl ich ihn ständig in der Hand habe, weil ich mich in dem Raum nicht bewege. Immer wenn jemand vorträgt, er wäre in einer Zelle gewesen, lasse ich mir die Zelle eigentlich immer aufzeichnen. Aber in so einer Zelle, damit agiere ich, ich stehe auf, ich gehe in die Mitte der Zelle. Das prägt sich im Gehirn ein und das kann ich sehr gut wiedergeben. Und die Skizze des Antragstellers war glaubhaft. Salam. Alles Gute. Ruhi. Salam. Alles Ruhe. Alles Ruhe. Ruhi. Alles Ruhe. Ruhi. Salam. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Der Antragsteller konnte in der persönlichen Anhörung überzeugend darlegen, bei einer Rückkehr in sein Heimatland von politischer Verfolgung bedroht zu sein. Punkt. Ja, da ist es. Auch auf Nachfrage schien der Sachvortrag konsistent und nachvollziehbar. Punkt. Artikel 1. Absatz 3 des Asylgesetzes. Dies ist insbesondere unter Berücksichtigung des Asylverfahrens der Mutter des Antragstellers der Fall. Punkt. Auch unter Zuhilfenahme der in der persönlichen Anhörung der Mutter geäußerten Sachverhalte erscheint
das individuelle Vorbringen des Antragstellers überzeugend und nachvollziehbar. Punkt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Möge die Zukunft dir nur Gutes bringen. Es ist bestimmt besser, wenn ihr die Fotos macht. Wir werden aktuell informiert über die Briefing Notes. Das heißt, da bekomme ich täglich einen Input. Und dass die Sicherheitslage in Afghanistan schlecht aussieht, das ist mir schon bewusst. Wenn Sie sich vorstellen, was eine Schleusung von Afghanistan hierher kostet, wie anstrengend so eine Reise ist, was dieser Mann auf sich genommen hat. Der Antragsteller, afghanischer Staatsangehöriger, paschtunischer Volkszugehörigkeit, muslimischen Glaubens. Der junge Mann war sympathisch, sprach gut Deutsch, hochgebildet, integrationswillig. Springen Sie jetzt bitte weiter zu Sternchen 11. Zu Sternchen 11. Klammer auf, Paragraph 3, Asylgesetz, Klammer zu, Punkt. Bitte neuer Absatz, nehmen Sie hier wieder Standardtext. Der Antragsteller ist kein Flüchtling im Sinne dieser Definition, Punkt. Es war ein wirklich sympathischer junger Mann. Aber der Antrag war insgesamt trotzdem abzulehnen. Diese menschliche Regung, ich kann sie sehr gut verstehen, kann man da nicht mal ein Auge zudrücken? Kann man natürlich, nur da frage ich Sie, wo führt das hin? Dann sind wir bei der Willkür. Was machen Sie denn in einem ähnlichen Fall, wo ein Antragsteller vor Ihnen sitzt, hat vielleicht gute Gründe und der ist Ihnen aber nicht sympathisch und der kann kein Deutsch und der sieht nicht aus, als ob er sich integrieren lässt. Soll man da denn das Auge anders zudrücken und sagen, ach nö, ich bin ja nicht die Einwanderungsbehörde und schau, ist jemand integrationswillig oder integrationsfähig. Wir prüfen das Grundrecht auf Asyl und wir prüfen Schutznormen. Wir prüfen, müssen wir diesen Menschen schützen nach einer Norm und den Kriterien dieser Norm. Und wenn ich da zu einem Prüfergebnis komme, nach bestem Wissen und Gewissen, dass dem nun mal nicht so ist, dann kann es mir von Herzen leid tun. Es ändert aber an den Fakten nichts. Gegen den Bescheid habe ich Klage eingereicht. Die Flüchtlingseigenschaft wurde dem Antragsteller mit der Begründung nicht zuerkannt, dass er ja die Möglichkeit habe, in einem anderen Landesteil Schutz vor seiner Verfolgung zu finden. Das heißt, in dem Fall ging es nicht um die Unglaubwürdigkeit seiner Geschichte, dass es daran in irgendeiner Art und Weise Zweifel gegeben hätte, sondern es wird gesagt, die Möglichkeit der konkreten bestehenden Verfolgung bestünde nicht in einem anderen Landesteil. Wie sicher Afghanistan ist, ist unterschiedlich, je nachdem, wen man fragt. Rund ein Viertel der Asylbewerber, die per Bescheid abgelehnt wurden, haben im Jahr 2016 beim Verwaltungsgericht Klage eingereicht. Davon wurden 13% positiv beurteilt
und konnten vorerst in Deutschland bleiben. Recht und Gerechtigkeit. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ob das Asylgesetz gerecht ist oder ist Hartz IV gerecht? Was ist Gerechtigkeit? Was ist denn Gerechtigkeit für Sie? Was ist denn Gerechtigkeit? Sagen Sie es doch mal, ich weiß es nicht. Was ist denn Gerechtigkeit? Dass es jedem auf der Welt gerecht wird und den bestmöglichen Erfüllung für jeden beinhaltet, das kann doch ein Staat gar nicht leisten. Das kann kein Staat dieser Welt leisten. Wie war es bei dir? Auch war eigentlich ganz in Ordnung. Ganz netter Antragsteller gewesen. Hatte anschließend noch seine Frau. War ein ganz normaler Syrer, sag ich ganz mal. Syrer. Ja, die haben natürlich alle ihre eigene Geschichte und ihre Fluchtgründe sind natürlich auch immer individuell, aber die waren halt wenigstens nicht persönlich zu Schaden gekommen. Mhm. Haus zerbombt. Naja, sein Vater war dabei zu Tode gekommen. Das ist natürlich tragisch, aber er wirkte schon ganz gefasst. Ja, wir arbeiten den Haufen ab. So. Dann fangen wir mal mit dem ersten Teil. Ja. Am kam der Despedeken, Jara au Pesha Yekamin. Herrn Irmak brauche ich dafür, weil mein Kurmanschi nicht so gut ist. Ich bin lazim, ich will das Kurmanschi nicht sagen, ich will bei Yekli Ahtiaja Mahi. Und sonst würde ich Sie halt gar nicht verstehen. Ich wachte auch nicht, am Havu Femnak. Ich bin irakische Staatsangehörige, kurdischer Volkszugehörigkeit, jesidischen Glaubens. Punkt. Haben Sie irgendwie etwas gesehen, irgendwelche Übergriffe gegen die Zivilbevölkerung, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Das wären also Giftgasangriffe oder Massenerschießungen oder Ähnliches. Ich habe gesehen, wie die IS-Leute unser Volk massakriert haben. Wir sind dann in die Berge geflohen. Wir hatten kein Wasser und haben gehungert. Wir konnten nichts machen und hatten ständig Angst. Es war schrecklich. Jeden Tag sind Menschen um uns herum gestorben. Vor Hunger, Durst und Erschöpfung. Auf der Flucht in die Berge waren wir alle total erschöpft. Und ständig hörten wir, der IS kommt näher. Es gab nichts zu essen für uns. Wenn wir an einem Baum vorbeikamen, haben wir die Blätter gegessen. Unsere Alten sind auf dem Weg gestorben. Wir sind in das Dorf Dola gekommen. Der IS hatte das Dorf schon eingenommen. Ich habe gesehen, wie brutal sie die Menschen behandelt haben, wie sie sie geschlagen und getötet haben. Sie haben Frauen und Mädchen von den Familien getrennt und weggebracht. Die Straßen waren voller Leichen. Ja. Mein Vater bekam einen Anruf vom Sohn seines Bruders, also von meinem Cousin. Er sagte, dass mein Onkel getötet worden sei. Und dass meine Cousinen verschleppt wurden. Dann später der Neffe. Meines Vater, das heißt mein Cousin, hat meinen Vater angerufen und er hat gesagt, dass hat meinem Vater gesagt, dann machen wir kurz eine Pause machen. Ja. Kurz für Luft sorgen.
Die Jesidin Salizar aus dem Irak hat Flüchtlingsschutz erhalten. Hamid aus Afghanistan hofft auf die Aufhebung seines negativen Bescheids durch das Verwaltungsgericht Hamburg. Ashkan aus dem Iran sucht eine Wohnung in der Nähe seiner Mutter und möchte weiter studieren. Im Jahr 2016 haben die Asylentscheider des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge knapp 2/3 der Anträge positiv beschieden. 37% erhielten Flüchtlingsschutz, 22% subsidiären Schutz und 3,5% bekamen Abschiebeverbote.